Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Florian Stöger, Polizist sozusagen in Hochburg-Ach im Bezirk Braunau. Ihr habt einen durchaus nicht alltäglichen Einsatz gehabt und du warst mittendrin, sage ich mal, ihr habt einem Mann das Leben gerettet. Oder schildert uns einmal ganz kurz, was ist denn da passiert? Es ist so, wir haben Verkehrskontrollen im Ortsgebiet durchgeführt, bis einmal ein Passant uns aufmerksam gemacht hat, dass ein Mann regungslos am Parkplatz beim Spar in Hochburg liegt. Wir sind dann sofort zu dritt, mit meinen Kollegen hingelaufen und haben ihm da die erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes gemacht. Sprich, wir haben den Puls und die Atmung kontrolliert und ich habe ihm dann einmal einen Schmerzreiz gesetzt. Ja, aufgrund des Schmerzreizes ist er dann wieder zum Bewusstsein gekommen, ist ganz gut ausgegangen. Wie kann man sich das vorstellen, Schmerzreiz setzen, was tut man da oder was hast du da konkret gemacht? Ja, ich habe ihm einen Brustkorb gekriegt und einmal einen Schmerzreiz am Ohrlappel gegeben. Kommt auch nicht dazu, ich meine, auf die Idee, warum bist du auf das gekommen? Ich meine, du hast ja ein bisschen einen Hintergrund auch. Ja, aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit beim Roten Kreuz habe ich das schon mal das andere mal gehört, beziehungsweise habe ich es auch schon mal gesehen. Ich habe mir gedacht, weil es war ihm unklar, ob er jetzt komplett verfehlt oder nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich setze ihm nur einen Schmerzreiz. Und wenn das nicht geholfen hätte, dann hätte man ja Wiederbelebung starten müssen. Aber es ist zum Glück uns verblieben. Beschreib mal, wie war das dann? Hat es den gerissen oder war der wieder da? Wie kann man sich das vorstellen? Zuerst ist der komplett weg und dann oder wie? Er ist langsam wieder ansprechbar geworden. Hat eigentlich dann noch, ja, wie der Nullast eingetroffen ist, haben sie ihm dann noch behandelt. Und ich sage mal, 10, 15 Minuten drauf ist er eigentlich wieder halbwegs ansprechbar gewesen. Also, genau. Wie geht es dir da selber, wenn man sagt, hey, jetzt habe ich eigentlich dein Leben gerettet? Wie geht es dir persönlich mit dem? Was ist das für eine Gefühlslage? Nein, ist eine super Sache. Und das ist ja der Grund, warum ich zur Polizei gegangen bin. Weil du einfach trotzdem jeden Tag irgendwen helfen kannst, beziehungsweise irgendwo vielleicht trotzdem das Leben retten kannst, wie man sagt. Es ist ein Aufgabenbereich von der Polizei und das fände ich super. Und wenn man eben dann solche Einsätze hat, wo man eben das Leben retten kann, beziehungsweise wo man was Gutes tun kann, das sind die positiven Seiten und das muss man sich mehr zur Brust nehmen wie das andere. Live Radio. Top Thema. Der Podcast.